Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein neues Video für euch, in dem es um Filme geht. Und zwar um die neuen Filme auf Netflix und auf Amazon Prime im Oktober. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten mal direkt. Folgt mir übrigens auch sehr, sehr gerne auf Instagram, denn da habe ich jetzt seit neuestem eingeführt, dass es zusätzlich zu meinen normalen Fotos auch ganz oft eine Swipe-Funktion gibt. Und dann kommt ihr bei ganz vielen Postings zu einer Liste mit Serientipps, mit Buchtipps oder mit Filmtipps. Also wenn ihr noch zusätzliche Serientipps und so weiter haben wollt, dann folgt mir unbedingt auf Instagram, schaut da gerne mal vorbei. Und ja, lasst mich wissen, was für Listen ihr noch so sehen wollt. Und wir starten jetzt mal direkt mit den Filmen auf Amazon Prime. Da habe ich mir ein paar Filme rausgesucht, die starten und von denen ich denke, dass die am interessantesten für euch sind. Und da haben wir direkt am 1. Oktober den Film The Cabin in the Woods. Das Ganze ist ein Horrorfilm. Ich habe den Film vor ein paar Jahren gesehen und ich fand ihn echt ziemlich, ziemlich cool. Es geht um so eine Gruppe von Freunden und die denken sich so, ey, lass mal irgendwie in den Wald, in eine Hütte fahren. So casual Horrorfilm eben. Und da ein paar schöne Tage haben. Ja, dann sind sie dort und sie werden aber schon auf dem Weg dorthin gewarnt von jemandem. So, hey, Leute, geht da lieber nicht hin, ne? Machen sie aber dann natürlich trotzdem, ne? Das ist ein Horrorfilm und dann nimmt das Ganze seinen Lauf, denn da passieren crazy Sachen. Und der Grund dafür, dass da crazy Sachen passieren, ist genauso crazy. Ich will euch natürlich nichts verraten, ja? Deshalb sage ich jetzt nicht viel mehr, aber ich fand den Film super cool und unter anderem spielt übrigens auch Jesse Williams mit. Das ist ja der Jackson aus Grey's Anatomy. Und das war eigentlich der Grund, warum ich den Film ursprünglich geschaut habe. Aber der Film war auch wirklich gut. Außerdem könnt ihr ab dem 1. Oktober alle 8 Harry Potter Filme sehen. Wie cool ist das denn? Ich finde es immer so schade, dass die Filme bei Netflix oder bei Amazon Prime reingenommen werden und dann wieder rausgeschmissen werden und rein und raus. Und ich finde es einfach doof, weil ich will die das ganze Jahr schauen. Zum Glück habe ich sie auf Blu-ray, sonst würde ich, glaube ich, verzweifeln. Aber ist auch Wurst. Jedenfalls gibt es sie auf Amazon Prime zu sehen. Und ich finde, der Herbst ist einfach die perfekte Zeit für Harry Potter. Ist einfach so. Und ja, ich glaube, bei Harry Potter muss ich jetzt nicht erklären, um was es geht. Die meisten von euch kennen das bestimmt. Und diejenigen, die es noch nicht kennen, jetzt ist die perfekte Möglichkeit, Harry Potter anzuschauen. Ab dem 7. Oktober gibt es dann den Film The Nice Guys mit Russell Crowe und Ryan Gosling. Dieser Film spielt in L.A. in den 70er Jahren und er ist echt genial. Ich fand den Film super, super cool. Es geht um zwei Typen und der eine davon ist ein Privatdetektiv und hat auch noch eine jüngere Tochter. Jedenfalls, die beiden können sich nicht wirklich ausstehen. Also der eine wurde zum Beispiel auch schon ein paar Mal darauf angesetzt, den anderen zu verprügeln und so. Und ja, die sind jetzt nicht unbedingt die besten Freunde. Aber dann müssen sich die beiden zusammentun, weil sie einen Auftrag haben und der ist ziemlich lukrativ und da beißen sie halt einfach mal den sauren Apfel und tun sich zusammen. Und was dann alles passiert, ist echt sauwitzig. Es ist ein Actionfilm, aber irgendwie halt auch sauwitzig. Und es lohnt sich wirklich total, weil dann der Privatdetektiv eben auch seine kleine Tochter mal im Schlepptau hat. Und die ist einfach so cool. Und allgemein ist der Film echt mega unterhaltsam und es lohnt sich total. Außerdem startet am 15. Oktober der 3. Film von dieser ganzen 50 Shades of Grey Reihe. Ich denke, die meisten von euch wissen, um was es bei 50 Shades of Grey geht. Es geht um einen Businessmann und eine junge Frau und der hat so seine Vorlieben und sie steht dann auf ihn und oh Leute, ich glaube, die meisten von euch wissen, um was es geht. Ich habe alle Filme gesehen und alle Bücher gelesen. Ja, ist halt seichte Unterhaltung. Ja, war okay, aber muss man sich jetzt nicht 20 Mal anschauen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, aber ich bin mir sicher, dass sich einige von euch auf diesen Film freuen und deshalb dachte ich, ich nehme den jetzt auch mal mit hier rein. Am 15. Oktober startet dann der Film Saving Zoe oder Zoe, ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall ist es ein ganz neuer Film und zwar spielen da die Marano-Schwestern mit, also Laura Marano und Vanessa Marano. Und Vanessa Marano kennen wir zum Beispiel aus Switched at Birth, da spielt sie nämlich die Bay, also diese braunhaarige, schwarzhaarige. Und Laura Marano kennen wir zum Beispiel auch aus dem Netflix-Film The Perfect Date. Und in dem Film geht es um die beiden und die sind auch Schwestern, wie auch im echten Leben.
Und die eine von den beiden wurde aber ermordet. Und die Familie versucht halt damit klarzukommen. Und hauptsächlich geht es dann eben um ihre Schwester. Die ist natürlich auch noch wo ganz anders mit ihren Nerven, wenn dann das neue Highschool-Jahr beginnt. Und sie bekommt dann aber zu dem Zeitpunkt ein Geschenk. Und zwar das Tagebuch von ihrer ermordeten Schwester. Und zuerst will sie eigentlich nicht drin lesen, weil ich meine, das ist ja das Tagebuch und das macht man nicht. Aber irgendwie fängt sie dann doch damit an und plötzlich verstrickt sie sich so ein bisschen in dieses Leben von ihrer ermordeten Schwester. Und dann kommen ein paar mysteriöse Sachen raus und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Und ich freue mich einfach schon so hart auf den Film. Der Trailer sieht so extrem gut aus. Ich bin super gespannt, wie er ist. Ich werde ihn mir definitiv anschauen, wenn er rauskommt, denn ich mag die beiden Mädels auch sehr, sehr gerne. Und das könnte eigentlich ein richtig cooler Mystery-Teenie-Film werden. Dann kommen wir jetzt zu den neuen Filmen auf Netflix. Da habe ich mir 3 Stück rausgesucht, die wirklich sehr vielversprechend sind. Oh ja. Beziehungsweise von einem weiß ich zumindest, dass er richtig, richtig gut ist. Und zwar The Revenant. Der startet nämlich am 3. Oktober. Und wer The Revenant nicht kennt, erstens, da spielt Leonardo DiCaprio mit und übrigens auch Tom Hardy. Und ich liebe ja Tom Hardy, aber gut. Jedenfalls hat ja Leonardo DiCaprio seinen allerersten Oscar für diese Rolle bekommen. Und Leute, man kann es ihm echt nur gönnen, denn was da so alles abgeht in diesem Film, das ist kein Zuckerschlecken, würde ich mal ganz kurz sagen. Der Film spielt in den 1820er Jahren und eine Gruppe von Männern ist unterwegs durch die Weiten der USA. Und es ist sehr, sehr kalt. Also es ist richtig crazy. Das ist so, so heftig. Die Wetterbedingungen sind einfach echt keine Freude, um es mal nett auszudrücken. Jedenfalls wird dann der liebe Hugh Glass, der von Leonardo DiCaprio gespielt wird, von einem Bären angegriffen und es sieht echt nicht gut aus. Es sieht wirklich, dezent gesagt, kacke aus. Und seine ganzen Leute, mit denen er unterwegs ist, die nehmen ihn zwar aus so einer Trage auch mit und so und ja, wollen ihn halt nicht einfach so liegen lassen, aber dann irgendwann kommen sie zu einem Punkt, wo es ein bisschen kritisch wird und dann lassen sie ihn einfach trotzdem liegen. Gerade weil sie denken, ja, der stirbt ja eh bald. Das Ding ist aber, nee, tut er nicht. Und er schwört sich, dass er sich an allen, die ihn dort liegen gelassen haben, rächen will. Und dann zieht er sich so eben durch die Weiten des Landes bei diesen krassen Wetterbedingungen und er versucht, sie alle aufzuspüren und sich an ihnen zu rächen und so. Und es ist einfach, es ist ein richtig heftiger Film. Also, puh, der war echt eine harte Nummer, war richtig krass. Mir hat der so, so gut gefallen. Ich fand ihn wirklich extrem gut und gebt dem Film eine Chance, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt euer Genre oder euer Thema ist. Es lohnt sich definitiv. Dann startet am 4. Oktober Im hohen Gras. Und dieser Film basiert eigentlich auf einer Novelle von Stephen King und Joe Hill. Wir kennen Stephen King und wir wissen ungefähr, was das bedeutet. Sehr viel Horror. Jedenfalls geht es in diesem Film um ein Geschwisterpaar, das gerade einen Roadtrip macht. Und dann kommen sie mit dem Auto an so einem Feld vorbei und hören plötzlich Hilfeschreie von einem Jungen. Und sie denken sich so, okay, krass, wir müssen den Jungen finden, wir müssen ihm helfen, was ist da los? Wir müssen da mal nach dem Rechten schauen. Dann denken sie sich so, ach easy, lasst uns doch einfach mal in das Gras reinlaufen. Das Gras ist sehr hoch, wie der Name schon sagt, im hohen Gras. Die Frage ist halt, ob das wirklich so eine gute Idee war. Das Ganze wird so eine Art Irrgarten. Und sie verlieren sich irgendwann und sie wissen nicht, wohin mit sich. Und dann kommen natürlich noch andere mysteriöse Sachen auf sie zu, die sich in diesem Gras abspielen. Und ja, es ist halt ein Stephen King-Horrorfilm mit hohem Gras. Anders kann man es nicht sagen. Der Trailer sah ziemlich genial aus. Und ich bin schon super gespannt darauf. Und dann kommt am 11. Oktober, ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht gleich losweine, mein absolutes Monatshighlight auf Netflix. Und zwar El Camino, ein Breaking Bad Film. Es hieß ja schon lange, dass es mal einen Breaking Bad Film geben soll, der eben nach der Serie spielt. Aber irgendwie kam halt nie irgendwas. Und jetzt wurde es eben angekündigt und ich habe alle Trailer und Teaser und so weiter angeschaut und ich habe mir Videos angeschaut mit Sachen, die man verpasst hat im Trailer und so, mit allen möglichen Verschwörungstheorien und so. Und oh mein Gott, Leute, ich bin einfach so gespannt und so hyped auf diesen Film. Breaking Bad gehört zu den brillantesten Serien, die überhaupt in diesem Universum existieren. Also Leute, das ist, wenn ihr Breaking Bad noch nicht gesehen habt, dann, also das gehört, ich habe es auch schon auf Instagram gepostet gehabt, das gehört zur Allgemeinbildung, so wie auch Game of Thrones oder Friends oder so. Das ist einfach, das muss man zumindest mal irgendwie die erste Staffel einfach ausprobiert haben. Und jetzt kommt eben der Film heraus und
Ich will halt nicht sagen, um was es in dem Film geht, weil sonst werdet ihr halt gespoilert, wenn ihr Breaking Bad noch nicht gesehen habt. Aber ich bin super hyped, wirklich super hyped, als ich gesehen habe, dass es einen Breaking Bad Film geben wird. Ich will nicht bestreiten, dass mir eventuell eine kleine Träne hier runtergelaufen ist vor Freude. Ah, ja, jedenfalls ist das mein Monatshighlight. Und ihr solltet mir jetzt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, auf welchen Film ihr euch am allermeisten freut von den ganzen genannten. Und abonniert diesen Kanal auch sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Serien, zu Büchern und zu Filmen. Und folgt mir auch gerne eben auf Instagram. Da gebe ich euch nämlich ganz viele Serien, Filmtipps, Büchertipps und noch viel mehr als die ich hier in meinen Videos nenne, ne? Also immer noch ein paar extra Serien und Filme und Bücher und so. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Tschüss!